fühle ich mich mal wie die... wie die Gegner sich bisher immer gefühlt haben, die doppelt angreifen durften. Endlich darf ich das auch mal. So. Ging's da lang? Ich glaube ja. Lärmwüste. Dafür, dass das, dass die Lärmwüste heißt, ist hier wenig Lärm. Hauptsächlich Wind und so. So, ich glaube, Gatumon war hier oben lang, oder? Ich glaube. Oase, ja. Das müsste sein. Ja, da ist auch Ding zum Speichern. So, das ist wieder ein Erdramon. Bloß wieder anders gefärbt. Okay. Mega Tornado macht's. Ah. Sehr viel Schaden. Aua. Also so gefällt mir das Spiel um einiges besser als wie beim letzten Mal. Um einiges. Speichern trotzdem mal schnell ab. Nur so zur Sicherheit. Ding, 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 ding. Nach Westen. Okay. Also dann doch nicht direkt da lang. Nach Westen. Also komplett andere Richtung. Ey! Schneckending. Nacktschnecke. Numemon, genau. Dich nach Flaco City? Ja, das ist mein Plan. Tu das lieber nicht. Was? Warum? Komm gerade her. Okay. Hey, warte! Er ist weg. Aber was sollte das gerade von Byakko City? An die Blonde in der zweiten Stadt. Um ehrlich zu sein, nein. Blonde in der zweiten Stadt, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Hey, Militär. Zeughaus. Wir haben keine Waffen zu verkaufen. Wir sind beschäftigt. Lass uns in Ruhe. Okay. Die Blonde in der zweiten Stadt. Das ist ein süßes, cooles Ding. Okay. Sieht nach einem neuen, starken Leader aus. Was? Ich? Oder? Hey! Aus dem Weg! Bist wohl ein neuer Herausforderer? Komm doch herein! Lieder wartet schon auf dich. Der wartet schon auf mich. Cool! Hehehe, wir haben schon auf dich gewartet. Schnell kämpfe mit unserem Lieder. Stalin! Oh ey. Willkommen, Herausforderer. Auf geht's.
Warte eine Sekunde. Zuerst habe ich eine Frage. Erster Kampf. Gewinnst du, sage ich dir alles. Okay, ich werde auf keinen Fall verlieren. Wunderbar. Ein Numemon hatte. Sehr bedrohlich. So, was habe ich denn? Picking Claw, Greif und Items stellen. Gegenangriff während Wartehaltung. Mega Protection und Mega Strength. Ja, mach mal so mal. Mega Strength! Yeah. Stärke, Pfeil nach oben. Digimon herausnehmen! Tauscht er. Perfekt. Der 2 Numemon. Okay. Angriff! Ah, das kackt mich an. Das ist nur Mann. Das macht aber Schaden. Ist nicht gut. Zum Glück ist es jetzt schon tot. Ich will einen Numemon haben. Die sind cool. Numemon. Da. Tausch fehlgeschlagen. Perfekt. Das war sehr herausfordernd. Aber gute Erfahrungspunkte. Binderwappen. Okay. Haha, du bist stark. Ich mag dich. Also gut, es geht um diesen Typ namens Lucky Mouse. Ein Moment noch, das Byakko-Abzeichen ist in dem Raum. Hol es dir, dann höre ich dir zu. Okay, bin sofort zurück, warte hier. Dein Scheiß Ernst, Junior. Dein Scheiß Ernst, du gehst doch da jetzt nicht rein. Lagerraum. Wie naiv kann ein Mensch sein? Hä? Seltsam. Hier ist gar kein Abzeichen. Was zum? Was ist denn jetzt? Das ist 10. Ja, trotzdem. Wo bin ich? Ah, ich bin in den Keller gefallen. Wie komme ich denn hier wieder raus? Das ist eine gute Frage. Untergrundhöhle. Sieht nach einem sehr, ist aber ein sehr geräumiger Keller, Junior. Schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Ne, ne, ne. Leitern. Schlimmster Erzfeind. Ey. Hä? Etwas blockiert ist. Ja, ein Digimon. Siehst du das nicht? Oh, Junior, du bist so. Aha. Anstatt mal anzutippen und zu sagen, ey, hallo, ich will hier durch. No. Sorry, hier geht es nicht durch. Wir haben dich. Ha, 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 ha. Geh hinunter und verhalte dich ruhig wie alle anderen. Was? Da ist keiner. Lüg mich nicht an. Keiner kommt aus dieser Höhle. Oh. Das ist aber nicht gut. Alle tot schon. Ah, jetzt. Was liegt vor dem Loch? Ein großer Stein? Oh. Das ist ein Digimon.
gegen das du gerade eben schon gekämpft hast. Zwar nicht dasselbe, aber das gleiche. Begeistert. Was so? Was? Wie gesagt, Bergkuschelte ist gefährlich. Oh, das ist das gleiche von vorhin. Hey, du bist doch nur mein Mann. Richtig. Ich helfe dir. Komm mit. Tada. Hier sind wir sicher. Hey, danke. Was ist denn mit den Leuten aus Piaco City? Elida hat gelogen und mich in die Keller geworfen. Der Leader hat uns der Leader und alle anderen sind Betrüger. Was? Wer war das dann? Das geht ich nicht an. Um den echten Leader zu treffen, musst du in die Möbius-Wüste. Hey, hey, Augenblick. Was geht hier vor? Mehr kann ich dir nicht sagen. Halten sich von Piaco City fern. Na gut, bis dann. Also gut, dann suche ich den echten Leader und rede mit ihm. So, ich hab irgend so ein komisches Ding bekommen. Was war das denn? Okay, Rüstung. Nein, Zubehör. Binderwappen. Feind entkommt seltener. Ja. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht ausrüsten. Ah ja. Goblimon. Red Goblimon. Nee, Goburimon. Ah. Okay. Wie stark ist das denn? Na, ja, geht so. Ah, abgeblockt, Bitch. Oh, yay. Agumon auch Level Up. Sehr schön. Sehr schön. Aber wir sollten... Ja, wir sollten... Eine kleine Powerladung ist schon nicht schlimm. Ich habe ja 48 oder so davon. Nur zur Sicherheit. Die anderen neuen Digitationen. Kann ich mal zeigen? Digitation. Also ich habe Metall Greymon kennt man, glaube ich, und Growlmon kennt man auch. Monmon, was? Armormon, genau. Armormon. Moment, sortieren wollte ich. Beziehungsweise machen wir erstmal Rosemon. Ah ja, und ich habe Angewomon für Renamon noch freigeschalten. Aber Angewomon ist irgendwie nicht so super duper toll. Ey, das kenne ich. Das ist Haku. Irgendwie irgend so ein komisches. Taskmon. Hm. Also das ist Rosemon. Das kann aktuell noch nichts. Mal gucken, wie stark das ist. Abgeblockt. Drei Karten nach Süden, eine Karte nach Westen. Okay. So, das ist Rosemon.
Und das nächste ist... bei Monmon war es ja Armormon. Armormon sieht ein bisschen heftig aus. Bisschen sehr... sehr gewaltig. Jetzt nach Süden. Nördliches Ödland. B. Nach Süden. Das ist Armormon. Ein mechanischer Zentaur mit rotem Helm und Maschinenpistolen und Raketen. Und einem Popoloch anscheinend, sehe ich gerade. Yeah! Machen wir ein bisschen mit Armormon mit weiter hier. Ah. Fallout-Fan. Ein Geschenk. Ja, yeah, hab 100 Bit. Ja. Yeah. Yeah. Und noch ein Geschenk. Energiedisk. Was macht denn eine Energiedisk? Ich hätte mich fast verlesen und Energy Drink gelesen. Leiden im Kampf fallen. Ah, okay, also. Leiden im Kampf heilen. Kann ich dann nicht drüber laufen? Bullshit. Powerladung. Das ist nicht schlecht. Heil-Items sind immer sehr, sehr gerne gesehen. Oh, was ist das denn? Mammothmon. Was soll ich denn? Großer Schaden bei Treffer. Das Ding ist so groß, da kannst du nicht daneben treffen. Ah! Okay. Big Shot. Sehr schön. Yay, Level Up. Neue Ausrüstung, alles klar. Ah. 600 Bit, Okay, da ist Zeug zum Schwimmen. Oh, das ist doch, Togemon, genau. Trainieren? Gerne. Gerne. Agumon. Was braucht Agumon denn am meisten? Ein bisschen mehr verteidigen. Übrigens, ich hab was sehr Interessantes entdeckt in diesem Spiel. Manchmal ist das Spiel ein bisschen komisch und wenn das Digimon beim Trainieren versagt, ach man, jetzt konnte ich den dummen Scheißwitz nicht machen. Im Endeffekt benutze ich Save States zum Trainieren. Wollte einen dummen Witz machen, wenn das
Pokémon beim Trainieren versagt, dann kann es passieren, dass das Spiel springt auf die Auswahl, ob man trainieren möchte oder nicht. Da kam mir das Spiel zuvor. Aber ja, im Endeffekt, ich benutze halt Save States zum Trainieren jetzt inzwischen, weil, warum nicht? Beim normalen Digimon, wenn ich keine Save States benutzen würde, wäre es im Endeffekt auch das gleiche, weil ich kann auch einfach abspeichern, trainieren gehen, wenn es nicht passt, Konsole resetten und nochmal neu versuchen. Das ist im Endeffekt einfach die gleiche Methode, bloß schneller. Da hinten war nichts. Okay. Nicht mal Witze dazu. Nee. Ogrimmon! Hallo! Attacke! Bam! Tot. Nein. Kaiserfaust! Die Attacke von Ogrimmon kenne ich noch, ja. Kaiserfaust. Warum auch immer Kaiserfaust, aber. Bugbuster, okay. Also Käfer-Digimon kommen, dann bin ich mit Armumon auf jeden Fall gut dran. Okay, hier war nichts weiter. Dann war ich da schon. So, tauschen wir da um auf Agumon. Naja, da war nix. Wo muss ich denn hin? Naja, da war ich. Waspech. Ah! Hi Junior! Warum ich hier bin? Das ist ein Geheimnis. Frauen haben immer Geheimnisse. Alles klar. Schöne Stereotypisierung. Schöne Verallgemeinerung. Aber wer hat denn keine Geheimnisse? Mega Protection. Sehr schön. Spinnennetz. Ich besieg ein Dokumon und bekomme Spinnennetz. Als ich dafür gefarmt habe, privat, hat es ewig gedauert. Ja, ich spreche schnell ab. Bevor wir besiegt werden oder so. Den ganzen Kack nochmal neu machen dürfen. Man kann im Endeffekt nie oft genug speichern.
Außer man hat nur eine begrenzte Anzahl an Speichermöglichkeiten. Was ja bei manchen Spielen so ist, glaube ich. Also bei manchen Spielen gibt es jetzt, glaube ich, dass irgendwie das Speichern an sich begrenzt ist. Ich weiß bloß nicht mehr, bei welchem Spiel. Bei welchen Spielen. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört. War es nicht sogar beim Resident Evil oder Metal Gear Solid oder so? Ich glaube, bei einem Resident Evil war das mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, wo muss ich denn jetzt hin? Gehen wir mal darunter. Südliche Lärmwüste. Okay. Hey, ein Agumon! Hinter der Möbiuswüste ist ein hoher Turm. Da war ich noch nie. Daher weiß ich nicht viel. Dankeschön, Agumon. Das Ding schon wieder. Kokatori. Gilmon, genau. Ich war in der Möbiuswüste. Das ist gefährlich. In der Weite verliert man sich leicht. Ist das jetzt die Möbiuswüste? Ja, Möbiuswüste. So, was hat Ritzus geschrieben? 3 Karten nach Süden, 1 Karte nach Westen. Also 3 nach Süden. Ist jetzt Süden das oder das? Ich gehe einfach mal so. Das ist bestimmt so ein dummer Sack, der kämpfen will. Dreimal Süden. Oder wird das als Westen angesehen und Süden ist? Das ist halt die Kacke mit diesem mit dieser blöden schrägen Draufsicht. Ich verstehe es immer noch nicht, warum das Spiel das so macht. Die DNA, nee. Vielleicht sehe ich nachher noch mal. Aber diese dumme schräge Draufsicht auf dieses Spiel ist nervig. Sehr nervig. Ja, nee, okay. Moment. Wie komme ich denn hier raus dann? Wenn ich es nochmal probieren will. Gucken wir das mal so. Süden. Süden. Bam, bam, bam. Oh Gott, was ist das? Maildramon. Okay. Okay. Thunderbolt. Abgeblockt, Bitch.
Ich probiere es aber noch mal kurz. So, und dann... Schon. Nee. Irgendwie ist was, okay. Dann gehen wir immer Nordosten. Dreck. Wer wär's wüsste. Ach Gott, so ein Ding. Wademon. Das ist das Ding, ist das Ding war gruselig im Anime. Eingeschlafen? Es hat doch die Augen offen. Das kann doch nicht sein. Es hat doch die Augen offen. Es kann gar nicht schlafen. Wenn das Ding jetzt auch noch einschläft. Ernsthaft. Ernsthaft! Zeig mal Angewomon. Da. Wunderschön. Riesen TTs und so. Weh, du schläfst jetzt auch noch ein. Sein Scheiß Ernst. Dann verpissen wir uns. Ah, Agumon ist wach. Du kannst laufen. Du schläfst nur. Ich lauf. Ein Teufelskreis. Blockier die Scheißattacke bitte. Oder schlaf nicht ein. Dankeschön. Gut, jetzt bringt das Ding um. Danke. Okay. Oh. Okay. Also. Einmal rein. Dreimal Süden, einmal Westen. Also Süden ist Südosten. Diese Karte ist um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht. 1, 2 und noch einmal. Lokakteen. Nach Westen. Nein. Scheint nicht gepasst zu haben. Oh, nicht schon wieder das Ding. Verpiss dich. Oh. Oh, oh.
Weh, du schläfst ein. Nicht einschlafen. Gut. Big Shot. Bring das Ding um, bitte. Nein! Der Big Shot macht. Ich hab fast den Verdacht, dass der Big Shot weniger Schaden macht als mein normaler Angriff. Könnte eventuell daran liegen, dass ich mehr normale Stärke habe als Geist. Blitzpower 1, okay. Blitzpower, ist das so ein Ding, das Blitzresistenz erhöht, oder ist das so ein Zubehörding? Na, ist wahrscheinlich Zubehör. Ja. Okay, brauche ich nicht. Möbiusbüste. Oh, gut. Digitationen selbst, die leveln sehr, sehr schnell auf. Muss ich vielleicht erst mit irgendjemandem sprechen, irgendwas triggern, damit das Zeug da hier funktioniert? Da ist mir dieses komische Mail-Ramon um einiges lieber. Das kann wenigstens nicht einschläfern. Zumindest hat es das bisher noch nicht gemacht. Geh weg. Nein! Ah! Sehr schön. Gut gemacht, Mon Mon. Wieder Blitzpower 1. Südliche Lärmbüste. Verliert man sich leicht. Ich würde sagen, den komischen Turm machen wir dann beim nächsten Mal. War erstmal genug. Genug Digimon für heute. Für mich zumindest.
Hab das die letzten Tage schon so lange gespielt. Ich brauchte erstmal nicht so extrem viel Digimon Intus. Können sie dann nächste Woche ein bisschen länger dann spielen. Ist da hier noch was? Ein Loch. Gehen wir noch schnell zu dem Gatomon-Ding. Heilen uns und speichern ab. Los, 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 los. Sehr schön. Und in der Zwischenzeit kann ich mich an... Ach komm. In der Zwischenzeit kann ich mich an noch mal ein bisschen erkundigen, wie das mit dieser Wüste denn jetzt genau ist. Weil die dreimal nach Süden und einmal nach Westen geht ja anscheinend nicht. Hat nicht geklappt. Vielleicht muss man noch irgendwas davor machen, keine Ahnung. Wer weiß. So. So. Gardromon. Lass mich abspeichern und... Wenn ich vielleicht irgendwie unter der Woche ein bisschen Lust habe, kann ich ja auch noch ein bisschen aufleveln. Vielleicht auf 25 oder so. Mal schauen, wenn ich Lust habe. Aber aktuell kommen wir ja recht gut mit denen. Mit der Ausrüstung und den Leveln ganz gut durch. So. Gut. Dann... Ja. Machen wir kurz Pause. Dann fangen wir direkt mit einem neuen Spiel an. Nämlich BioShock. Und dann werde ich auch mal sehen, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass ich den Grafikstil nicht so mag. Oder vielleicht mag ich ihn doch inzwischen. Beziehungsweise... Muss er nicht unbedingt mögen sein, vielleicht ertrage ich ihn auch einfach nur. Vielleicht kann ich's spielen, ohne ständig rumzumeckern, wie wenig mir der Grafikstil gefällt von dem Spiel. Wer weiß. Wir werden sehen.